Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der ersten Mission und sind jetzt quasi angekommen auf der Erde, beziehungsweise in unserer frisch errichteten Basis. Und genau, müssen jetzt hier auf dieser Karte in Westamerika die Scavengers, so heißt die hier, platt machen. Und genau, ich würde vorschlagen, dann machen wir das mal weiter. So, da stehen Motorräder rum. Flammenwerfer. Sehr cool. Wachturm mit Flammenwerfer. Mobiler Reparaturarm. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können uns hier... Wir können tatsächlich hier in unserem Einheitengenerator jetzt eine neue Einheit machen. Viper. Fahrzeugrumpf, ach so, ja. Und jetzt können wir hier einen Flammenwerfer draufsetzen. Ja, das ist geil, Freunde. Das ist geil. Entwurf löschen kann man hier auch. Aber das ist doch schon... Das ist schon richtig geil. Wir haben jetzt einen Flammenwerferpanzer. So. Und ich glaube, dass wir... Oh, jetzt haben wir das andere abge... Ah, das bricht das dann ab. Okay. Wir haben jetzt hier mobiler Reparaturarm, genau. Weil ich würde ganz gerne... Wachturm mit Maschinen... Ah, ja. Okay. Das heißt, wir können Flammenwerfertürme aufbauen. Das ist ja geil. So, erkundet mal weiter die Karte. Und genau, Freunde, neues Projekt, ne? Folge 2. Und mir gefällt dieses Spiel wirklich sehr und ich hoffe euch auch. Weil das ist wirklich ein richtig geniales Spiel. Und da kommt er wieder mit dem Motorrad. Oder was das da ist an. Ah ne, das sind schon Panzer. Das sind Panzer. Mobile Reparaturarm ist fertig. So, dann machen wir doch den Wachturm mit Flammenwerfer. Okay, das ist ein Wachturm mit Maschinengewehr. Das heißt, wir können jetzt hier immer mehr Sachen bauen, wie ihr seht. Einheiten können wir auch Flammenwerfer bauen, tatsächlich. Flammenwerfer, Viper-Räder. Genau. Und da würde ich sagen, bauen wir davon mal ein paar. Sind ja sehr billig. Die Panzer. So. Gut. Autosaves gibt es auch in dem Spiel. Ist klar, ne? So, 2 von 4 Artefakte gesammelt, 2 von 4 Basen zerstört. Okay, wir haben unsere Flammenwerfertürme. Flammenwerfer, ja geil. Okay, dann machen wir die im Zweierpack. Flammenwerfer und Gewehr. Ah, man muss immer warten bis... Okay. Okay. Dann müssen wir einmal einen Flammenwerferturm hier oben. Ja, Wachturm mit Flammenwerfer. So. Ja, ich weiß es. Aber die kriegt ihr doch kaputt. Wie die Panzer hier kriegt ihr doch kaputt. Ja, ja. Easy. Da es noch die erste Mission ist, würde ich tatsächlich auf die Flammenwerfer setzen. Weil wir haben meistens Mediken und Gebäude als Gegner. So, dann machen wir hier mal weiter. Wachturm mit Flammenwerfer. Oh, brauche mehr Ressourcen. Was? Wir brauchen wohl noch ein Kraftwerk oder sowas. Kraftwerk. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ups. Beziehungsweise keine Energie. Oh. Okay. Dann lass mal die Flammenwerferpanzer weg. So, wir haben jetzt 4 Flammenwerfer. Schicken wir auch mal nach da oben. So. Kraftwerk. Aber ich glaube... Kraftwerk. 3 von 4 verbunden. Ah! Okay.
0 von 4. Das heißt, wir haben eigentlich das Kraftwerk zu viel gebaut. Hey, 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 hey. Nix da, nix da. Oh! Wir haben unsere erste Einheit verloren. So, dann würde ich mal ganz gerne... Wartet mal, wir haben ja die Technologie jetzt dafür. Wir haben ja mobile Reparaturarme. Systeme. Da, Reparaturarm. Reparaturarmpanzer. Ja, sehr schön. Das heißt, wir können uns zwei Reparaturpanzer bauen. Reparaturarm. Jawohl. Oh, wir haben keine Energie mehr. Ja, okay. Hier mal unsere Flammenwerfer. Wir brauchen nämlich unbedingt Reparaturpanzer. Wie ihr seht, die sind alle kaputt. Ja, geil, okay. Was kosten die Flammenwerfertürme eigentlich? Boah, 100. Okay, das ist heftig. 100 ist heftig, okay. Man braucht nur eins anzuklicken. Kann man hier in das Menü reingehen? Ah, okay, ich verstehe. Ja, alles klar. So. Dann haben wir jetzt hier unsere Reparaturpanzer. Die können gerne mal nach da oben gehen. So, ups, da kommen sie schon wieder. Zum Glück nur mit Mannequin und so. So, gut, unsere Reparierer. Quasi wieder 17er Schlüssel in Command & Conquer. Command & Conquer Fans wissen, was ich meine. So, also sie dienen der Panzerheilung, sagen wir es mal so. Okay, das heißt, wir können hier eigentlich schon wieder ein Flammenwerfertürmchen aufbauen, so. Ja, schaut euch das an. Die reparieren. Und zwar ziemlich schnell, muss ich sagen. Also das ist schon gut, ja. Piu, 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 piu. Wie gesagt, ich finde das Spiel geil. Also, richtig geil. Und die Musik auch teilweise. So, Flammtor mit Maschinengewehr kann man aufbauen. So. Und dann lass die mal hier... Genau, lass die mal automatisch ihre Arbeit da erledigen. So, das ist ja schon der. Okay. Ihr könnt mal bitte, genau. Ach, guck mal. Ja, die reparieren sau schnell. Oh, ja. Da kommen sie wieder. Okay, ihr müsst mal nach hinten. Einmal nach hinten, bitte. Weil die müsst repariert werden. So. Ja, schaut euch das an. Und ihr seid dann mal bitte Team 4. Und die Flammenwerfer sind dann Team 2. So, ganz genau. Jawohl, sehr schön. Alles klar. Flammenwerfer geht man nach vorne. Achso, ihr seid dann Team 3, ne? Ja, genau. So, wir gehen mal mit Flammenwerfern voran. Mal gucken, was die für einen Schaden machen. Yo! Oh ja. Oh, ich liebe Flammenwerfer. Ja. Aber es ist, die gehen schnell kaputt, leider, tatsächlich. Also, die sind tatsächlich nicht so gut. Die sind tatsächlich nicht so gut. Aua. Ja, da gibt's... Das sind unsere Maschinengewehre, denke ich mal, schon besser. Wow. Die Basis brennt, okay. Dann geht mal in die Nähe von den 17er Schlüsseln. So. Okay, dann hier. Ja, oh, schaut euch das an. Die Gegner haben sogar richtige Panzer hier, okay. Ja, das ist, ich sollte eigentlich mal meine Reparaturpanzer mitnehmen. So. Bam, bam. Sehr schön. So.
würde gerne wissen, was die Gegner für Panzer da haben. Was? Doch nicht ihr. Team 4, okay. Aber hey, ich glaube, wir haben gleich schon unsere erste Mission geschafft. Ein Artefakt. So. Das nehmen wir natürlich. So, was ist es? Oh. Gehärtete Maschinengewehrprojektile. Yeah. So. Ihr repariert mal den bitte. Und wir machen dann mal weiter die Türme kaputt, ja? Hallo? Gegenheilen. Einfach gegenheilen. So, so ist gut, ja. Oh, da kommen noch Panzer. Ja, die gehen ja alle kaputt. Ohne Ende. So, Team 4 bitte hier gegenheilen. Genau. Einfach gegenheilen. So. Das ist schon geil, ja, muss man sagen. Ist schon richtig nice. So, gehärtete Maschinengewehrprojektile. So. Jawohl. Ja, das passt doch. Wir haben es gleich geschafft. Ups. So. Wir haben es gleich geschafft. Jawohl. Oh, hier ist doch irgendwo eine Basis. Ach, hier unten. Hier unten wahrscheinlich. Okay. Ja, nimm mal den Flammenwerfer mit. Mal gucken. Ja, da kommen sie. Ha, da ist die Basis. Okay. Jo. Und ihr könnt da stehen bleiben. Richtig. Okay. Jawohl. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, muss man sagen. So, ja, sollen wir dann angreifen? Oder sollen wir uns nochmal die neue Einheit machen? Ja, ich glaube. Maschinengewehr. Wo ist denn das gehärtete Maschinengewehrprojektil? Ach, das ist einfach... Ah, okay. Ah, das ist einfach, dass unsere Panzer stärker... Aha. Okay, ja dann... dann ist das ja relativ easy, muss man sagen. Okay. Ihr halt mal bitte den hoch, weil die Türme auf den schießen. Ah, die Kombination macht's hier. Ja, okay. Da sind Flammenwerfertürme. Okay. Ihr schießt bitte weiter drauf da. Die Flammenwerfer sind ja sehr effektiv gegen Gebäude. Wie ihr seht. Oh ja. Kabem. Sehr schön. Alles klar, dann war die Basis ja auch eigentlich fast platt gemacht. Oh, schaut mal. Da ist Geld. Im Prinzip. So, wo ist das Artefakt? Da ist das Artefakt. So, dann haben wir... Mission erfolgreich. Ha. Das war die erste Mission, die ja schon eine halbe Stunde gedauert. Okay. Eigene Einheiten verloren 5, feindliche Einheiten 104. Ach, guckt mal. Unsere Einheiten steigen auch im Rang auf. Anfänger, Neuling, Geübter, Durchschnitt, Profi, Veteran und so weiter. Ja, krass. Okay. Artefakte gebrochen 4. Okay, Spiel fortsetzen. So, nächste Mission. This power surge was detected a few minutes ago by our HQ. Analysis of the pulse indicates a major power source to the south of our position. Investigate and secure the area. Recover any artifacts in the vicinity. Scavenger base detected. Ach, geil. Okay. Wir behalten quasi unseren Missionsfortschritt. Okay, das ist das ist cool. Oh, was kommt denn da? Wow! Okay, ganz schnell Maschinengewehrpanzer bauen, bitte. Oh, das ist gemein. Das ist ja gemein. Wow. Okay, zum Glück, zum Glück sind die relativ dumm. Okay, ihr repariert bitte gegen.
Okay, schieß da drauf, da los. Okay. Das ist aber geil. Wir dürfen bei unserer alten Basis weitermachen. Okay. Gegen reparieren, bitte. Okay, wir haben hier. Ah, brauchen wir nicht. Okay. So. Okay. Puh. Jetzt machen sie. Okay. Ich muss hier Türbeln bauen. Okay, das ist voll geheilt. Okay, sehr gut. Wir müssen hier definitiv Flammenwerfer tun. Und ich könnte auch mal noch mal ein paar mehr Baugebäude brauchen, ne? Wartet mal. So, ja dann. Machen wir einmal so. Und hier auch einmal so. Genau, da haben wir nämlich 5 Stück zum Aufbau. Und mit Maschinengewehr direkt daneben am besten, aber das geht leider nicht. Schade. Dann hier rein. So. Was sind das hier für welche? Wir haben hier leider keinen. Ah. Ah, aggressive Haltung. Ach, okay. Ja, das ist natürlich. So. Wir haben jetzt 5 Baufahrzeuge, das ist gut. Machen hier noch 2 Flammenwerfertürme. So, dahin. Und dahin. So. Braucht man gleichzeitig auch wieder, zack. So. Damit hier keiner mehr reinkommt. So. Gut, das heißt, wir können hier einmal hingehen. Und, hier ist ja alles abgeriegelt, ne? So, das heißt, wir können... Was macht ihr denn schon wieder? Ach, okay. Ah, okay, wir brauchen hier noch mehr Türme. Das heißt, Flammenwerfer. Einmal Flammenwerferturm. So, zack, zack, zack. Macht das schön schnell hier. So, und dann einmal einen normalen Maschinengewehrturm noch daneben. So. Und dann haben wir hier endlich mal Ruhe, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach mehr Reparaturarm, nee. Flammenwerfer nochmal 2 Stück. Nochmal 4 Stück. Oder 8 Stück. So. Jo. Genau. Ja, die Panzer hier brauchen halt ewig eine bisschen. Hallo? Das bitte hier. So. Die Panzer hier brauchen halt ewig, bis sie fertig werden. Das ist halt das Problem an dem Spiel. Aber. Ah, guck mal, wir haben schon einige Veteranen hier. Schaut euch das an. Wir haben da so Symbole dran an den Panzern. Und ich glaube, das sind Symbole für Fertigkeiten. So. Flammenwerfer. Sehr schön. Ja, wir haben 3000 Energie gekriegt. Nicht. Sehr gut, aber die haben ja keine Chance hier. Wow! Okay. Was ist das denn für ein Ding? Bunker oder sowas? Okay. Ja, krass. Machen wir mit den Flammenwerfern da drauf. Jo. Jo! Jo, alles klar. Boah, ganz schön viel los hier. Aber okay, alles okay. Alles gut. So. Ja, okay. Nee, nee, wir sind schon zu weit wieder. Geh mal raus da. Geh mal raus da. Ah, 41 eigentlich Einheiten noch vorhanden. Okay, das ist cool, dass sie das so sagen. Haben wir nur noch einen Reparierer? Oh, tatsächlich. Okay, wir brauchen noch einen. So. Aber richtig geil, das Spiel, also. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. So, schließen. Forschung? Haben wir hier... Ach, guck mal. Verbesserung des Kettenladers. Ach, okay. Sag mal, könnt ihr euch nicht mal wehren? Wartet mal. Jetzt wehrt euch doch mal.
Wehrt euch doch. Hallo. So. Ah, ich glaube, da muss man hier irgendwas einstellen. Position bewachen. Position halten. Verfolgen. Feuer nach einem Ermessen. Feuer erwidern. Okay, das ist es. Feuer erwidern. So, wir haben keinen Reparierer mehr. Achso, nee, das ist... was ist das? Doch, das ist doch ein Reparierer. Okay, dann fahr bitte hier hinten hin. Wo fährst du denn hin? Wo fährst du denn hin? Naja. So, wir haben mehr Flammenwerfer. Sehr schön. Und was bringt dieses, was bringt das? Verbesserung des Kettenladers. Naja. Ja, jetzt feuern sie zurück. Seht ihr? Ha. Alles klar. Die haben richtige Panzer. Ja, okay. So, und du repariere. Ach! Ihr kommt da gar nicht mehr durch, ne? Wartet mal. Kann man hier nicht irgendwelche Gebäude abreißen? Wie kann man Gebäude abreißen? Verkaufen oder so, wartet mal. Geht das irgendwie? Die Einheiten kommen nicht mehr raus. So habe ich das Gefühl, oder? Oh, das ist ja blöd. Okay. Kann man Gebäude irgendwie abreißen? Gute Frage. Das heißt, wir haben uns hier eingemauert. Ja, super. Na toll, dann müssen wir angreifen. Dann, einmal aggressive... Ja, aggressive Bewegung. Oh, aber ich sehe schon, das reicht nicht. Oder? Doch, könnte. Könnte reichen. Boah, wir haben hier Veteranen. Geil. Veteraneneinheiten. So, gut, ja. Der Turm ist auch gleich kaputt. So, dann haben wir hier hinten noch. Eieieiei. Die haben ganz schön viele Sachen hier. Boah. Okay. Ah, das ist so eine Waffenfabrik oder so. Jo, mach den mal kaputt. Sehr schön. Artefakt. Jawohl. Okay, was haben wir hier? Flammenwerfer-Gel für höhere Temperaturen. Jo, geil. Hallo? Schießt ihr mal da drauf? So. Aber das passt. Hehe, sehr gut. Aua. So, die haben wir platt gemacht. Sehr gut. Ja, dafür sind jetzt halt meine Einheiten alle weg, ne? Oh Mann. Aber ich wüsste ganz gerne, ob man Gebäude nicht wegmachen kann. Wartet mal. Veraltete Technologien anzeigen, okay. Wie kann man Gebäude... Wartet mal, Leute, das suche ich mal gerade. Wie kann man Gebäude abreißen? So, das gucke ich jetzt gerade mal bei Google. Gebäude abbauen. Geht das? Steuerung. Steuerung beim Anklicken. Nö, das geht nicht. Gebäude abreißen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, ach. Wir können weiter forschen. Ah, guckt mal. Selbstladende Flammenwerfer. Ja, geil. Ach, okay. Ja, gegenreparieren bitte. Ja, wobei... Ja, ihr könnt auch die Türme platt machen. So ist es nicht.
Da muss ich das beim nächsten Mal gucken, tatsächlich, ob, ja. Boah, der Flammenwerfer-Turm, ganz schön mächtig. Bam. Geil. Ja, ich meine, ihr könnt die Türme auch so kaputt machen dann. Dann können wir so raus, aber irgendwie, ich möchte das mal. So. Gebäude abreißen. Warte, ich wollte das ja gucken, ne? Das, ob man das irgendwie. Ich meine, das steht bestimmt irgendwo. So. Ja, gut, okay, dann hat sich das Thema ja jetzt eh erledigt. Also, ja. Genau, dann haben wir jetzt auch wieder einen Eingang. Okay, das heißt. Ja. Bam. Flammenwerferpanzer. Geil. Okay. Boah, das ist nicht einfach, das Spiel, ne? Absolut nicht einfach. So. Du gehst mal bitte mit dahin. Okay, aber wir haben jetzt eigentlich wieder einen Weg frei. Okay, ich weiß nicht, wie man Gebäude kaputt machen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, das heißt dann aber auch, dass, ja, wir müssen wieder. Wir haben noch eine Forschung frei. Hochdruckgasbehälter, wow. Okay. Okay, aber wir verbessern einfach unsere Panzer oder was. Ah! Plus 34. Ah, okay, nee, wir müssen einfach die alten Einheiten rausschmeißen. So. So und so. Und dann einfach neue Einheiten mit der neuen Technologie machen. So, ja. Dann habe ich hier einmal den Flammenwerfer. Genau. Neuen Entwurf. Und dann hier die Maschinengewehre. Genau. Und dann haben wir jetzt unsere neuen starken Einheiten. Okay. Und das heißt, wir können hier tatsächlich sagen, 5-mal Maschinengewehr und hier auch 5-mal. So. Und so haben wir unsere Einheit ist wieder voll geheilt. Sehr schön. Okay. Haben wir noch was an Forschung? Tatsächlich, aber das forscht er ja gerade dran. So. Och, die gehen aber ganz schön schnell kaputt, muss man sagen. Eieieiei. Ja. Die Gegner sind aber auch ganz schön krass hier, muss man sagen. Okay. Bam. So. So, wo ist Team 4? Da ist er. Okay, bitte den hier reparieren. So. Ja, also das Spiel ist nicht einfach. Muss man sagen. Aber das ist ja schön, wenn es da eine Herausforderung gibt, nicht wahr? So, wie gesagt, das muss ich nochmal gucken fürs nächste Mal, ob man die Gebäude irgendwie abreißen kann. Ich hoffe. Ach! So, haben wir noch was? Nee, okay. Sehr gut. Das heißt, wir erforschen immer weiter. Und, genau. Ja, dann ist auch unsere Folge schon wieder voll. Ja, das ist ja. Dann haben wir nochmal 10 Flammenwerfer. So. Ach, und da brauchen wir auch noch einen neuen Panzer für, Dings. Räder, Systeme. Hier. Reparaturarm. Okay. Ah, perfekt. Ach, und pünktlich zu meiner Lieblingsmusik kommt die Uhr. Na, super. Aber okay. Screenshot. Ach, guck mal. Screenshot können wir machen. Dann zieht euch mal wieder zurück und dann würde ich sagen, speichern. Auto. Alpha 2. Ist das jetzt gespeichert? Speichern. Okay, Enter. Okay, Spiel gespeichert. Alles klar. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Es jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.